Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of the Fallen. Wir spielen weiter, wir haben jetzt 6 Stunden 50 schon gespielt. Den Rest habe ich jetzt gerade nicht gesehen, weil ich es weggedrückt habe. Aber da stand, glaube ich, auch sowas wie eine Stufe. Das ist einfach, glaube ich, wie oft wir aufgestiegen sind. Sehen wir das denn auch hier in unserem Charaktermenü? Rüstung, momentane Erfahrung, Charakterentwicklung. Eine richtige Stufe sehen wir hier nicht, ne? Und das ist hier nur so ein Kompendium. Ich glaube nicht, ne? Okay, wo waren wir denn? So, Pause ist vorbei. Wir sind, glaube ich, da gerade runtergekommen. Ach so, oh nein. Ich erinnere mich, wir stehen ja vor dem Boss. Spinne. So, wir kämpfen ja eigentlich auch so, ne? Ja, das sieht schon wieder ganz anders aus. Bringt uns das irgendwas? 407? Nein, nicht wirklich. So. Was können wir gegen den machen? Wir müssen dem auf jeden Fall gut ausweichen. Schön weg. Also läuft das doch ganz gut. Theoretisch könnten wir sogar komplett auf Fernkampf erledigen. Lass uns einfach Zeit lassen. Diese Phase ist also noch sehr einfach. Ausweichen. Kampfwaffe. In der Phase können wir auf ihn zu und einmal angreifen. Das war doof. Und das war schlecht. Okay.
Weiter konzentrieren, weiter konzentrieren.
Okay. Wir müssen auf jeden Fall Heiltränke sparen für die letzte Phase. Aber so könnte es klappen. Ach komm. Jetzt sterbe ich hier schon wieder. Das gibt's auch gar nicht. Okay. Ganz ruhig. Jetzt schaffen wir's. Nochmal. Und füllen wir direkt die Heiltränke gleich wieder auf. So, safe die paar Erfahrungspünktchen. Und dann. So, Konzentration. Und dann schaffen wir den auch. Bereit. Kannst du mir einen mit?
Puiuiuiui. Warum hat er denn jetzt überhaupt so brennende Waffen? Jetzt ist das wieder weg. Scheiße. Das ist ja diese Leiste, die sich da oben aufhört. Anrennen jetzt. Nein, das ist okay. Ja, sind wir auch schon wieder durch mit der Folge. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und nächstes Mal machen wir ihn platt. Also, bis dann. Tschüss.